Meine Forschung ist natürlich zum Teil Grundlagenforschung, das ist die wissenschaftliche Seite, aber sie hat auch eine angewandte Seite. Da geht es um die Gestaltung von Maßnahmen, um die verhaltensökonomische Ausrichtung dieser Maßnahmen und dann auch um die Evaluierung der Maßnahmen, zu sehen, was wirkt und wie etwas wirkt. Meine Tätigkeit ist für die Gesellschaft meiner Meinung nach sehr wichtig, weil politische Entscheidungsträgerinnen ja sehr genau wissen müssen, wie Bürger und Bürgerinnen entscheiden, wie sie denken, wie sie fühlen und wie sie politische Programme aufnehmen und tatsächlich in ihr Alltagsverhalten übersetzen können. Ich beschäftige mich mit dem Verhalten von Menschen, wie sie ihre Entscheidungen treffen, vor allem ökonomische Entscheidungen. Und das mache ich im Rahmen von Entscheidungsexperimenten im Labor oder im Feld in meiner Forschung. Unsere Zusammenarbeit ist deswegen so fruchtbar, weil wir an gemeinsamen Projekten arbeiten und jeder einen eigenen Bereich abdeckt. Also ich beschäftige mich mit der Erforschung der Meinungen, der Einstellungen und Bedürfnisse von Menschen und spiele das in den Gesamtprozess ein und dann übernimmt wieder die verhaltensökonomische Seite und konzipiert Maßnahmen und Interventionen, die dann wieder experimentell getestet werden. Die Ökonomik ist ja eine Wissenschaft, die sehr stark auf Entscheidungen beruht und eigentlich oft vergisst auf Einstellungen, auf Motive. Und das lerne ich aus der Zusammenarbeit, nicht nur was die Motive der Bürgerinnen und Bürger betrifft, sondern auch die Motive von Politikerinnen und Politikern, die auch für uns manchmal sehr wichtig sind, sie zu verstehen.